Ey, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei diesem einen Spiel. Und zwar Minecraft? Ah ja, okay. So, wir wollten ja eigentlich schon in der letzten Folge losziehen und uns hier die Umgebung angucken. Aber dann ist uns aufgefallen, dass wir gar kein Granit bei hatten. Und ohne Granit können wir natürlich nicht... Nee, natürlich ging es dort um den Kompass, den wir nicht bei hatten. Und jetzt haben wir einen, das heißt, ganze Nacht bitte. Ich weiß nicht, ich muss ab Montag wieder arbeiten, muss ich um 4 Uhr aufstehen. So, guck mal, was ich meinte in der letzten Folge. Wir könnten hier das ausheben. Ne? Wir könnten das tiefer machen, denn ich glaube, unser See hier... Hier ist irgendwo eine Höhle in der Nähe. Unser See hier... Genau, hat eine direkte Anbindung an diesen Fluss. So, oh, guck mal. Genau, und der Fluss führt ja auf der Seite direkt zum Meer. Das ist so geil übrigens, dass es mittlerweile im Wasser Fische gibt. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon ist. Ist wahrscheinlich schon wieder ein alter Hut, aber ich wusste das gar nicht. Ich kenne ja noch die Zeit, wo hier Zuckerrohr, obwohl es ja Bambus ist. Seien wir mal ehrlich, ist es Bambus. Okay. Wo das nur eine Textur war und nicht irgendwie so dreidimensional. So. Na, hier ist es immer noch derselbe Fluss und hier hinten führt es ans Meer. Es sei denn, es ist ein Riesensee, aber das sieht für mich nach Meer aus. Und dort drüben haben wir ja beim letzten Mal schon gesehen, dass es dort anscheinend irgendwie ein Schiff gibt oder so. Oh, ich liebe sowas, wenn sowas hier ist, ne? Komplett broken. Muss mal gucken, dass ich weniger renne, dass wir nicht so viel Nahrung verbrauchen. Was ist das? Seit wann gibt's sowas? Ist das der Grund, warum es auch hier Drowned gibt, also Ertrunkene? Okay, kann ich bitte epische Musik haben? Wenn du wüsstest. Ich habe gehört, dass es im Wasser noch ganz andere Sachen geben soll. Das ist natürlich die epischste Musik, die man jetzt haben kann. Aber hier sieht alles safe aus, ne? Holy shit! Jackpot! Wie kann man denn alles von einer Art gleichzeitig aufheben? Das geht doch mit irgendwas, ne? Was ist das denn? Das ist einfach irgendwie eine Truhe. Nice, Alter. Eisenklumpen. Okay, Eisenklumpen. Keine Ahnung, wie man die zu Barren wieder macht. Aber was mir gerade auffällt, ist, dass das aus Birke gemacht, ne? Alter, Birke sieht ja mal übelst geil aus in dem Texturenpaket.
Seit wann gibt's denn sowas, Alter? So Leute, und jetzt müsst ihr mir mal kurz erklären, wie funktioniert denn das mit Karten? Werden die beschrieben, sobald ich sie in der Hand nehme? Weil ich will später, und das werde ich jetzt mal sagen, ich will definitiv irgendwo einen Raum haben, wo wir an der Wand eine Riesenkarte machen. Ja, wo wir jedes Mal, wenn wir ein neues Gebiet entdecken, nehmen wir eine Karte in der Hand, weil eine Karte zeigt nur einen bestimmten Abschnitt also einen bestimmten Bereich nur. Und die will ich alle fertig machen, alles aufdecken und es dann an diese Wand bringen. Dass wir eine Riesenkarte haben. Ich müsste bloß wissen, wie das funktioniert mit Karten. Weil ich habe Karten nie benutzt. Also nie wirklich. Fucking verzauberte Rüstung. Schutz 2 plus 3 Rüstung. Und Dorn 1. Einfach Rechtsklick auf die Karte. Kann man erweitern am Kartentisch. Okay, ich brauche ein bisschen mehr Input als das, Tev. Wie kann man da was erweitern? Was kann man erweitern? Wie macht man das? Wo geht das hin? Wen muss ich dafür bestechen? Der Ozean. Unendliche Weiten. Unendliche Gefahren. Wir waren noch ganz am Anfang. Und das, was da draußen auf uns warten würde, würde noch eine Weile warten müssen. Eine Karte hat 128 mal 128 Blöcke. Okay, pass auf. Ich nehme jetzt einfach eine in die Hand, ja? Die wird sofort beschrieben? Nee, das ist ein Umkreis, den wir... Weil unten hier in der Ecke, das ist nicht beschrieben, ne? Und da ist unser Haus irgendwo in der Nähe. Kartentisch bauen und dann kannst du... Kannst einem Blatt jeweils die Karte vergrößern. Ja, dann brauchst du noch eine und musst aus dem Bereich raus und die nächste öffnen. Aber was mache ich... Okay, ey, Leute, verwirrt mich nicht. Soll ich jetzt die Karte erweitern mit einem Blatt? Oder soll ich eine zweite Karte nutzen? Ihr macht mich fertig, Alter. Oh, holy f-
Ich bin schon am Ende der Karte angekommen, ne? Also das müsst ihr mir nochmal ganz genau erklären. Ich weiß, das ist bei mir immer schlimm, ey. Ich peil das halt immer nicht ganz. Übrigens, damit ihr wisst, wie das mit dem Kompass funktioniert, ne? Wir haben jetzt den Kompass auf der Leiste. Und ich laufe quasi so, dass der rote Strich mich immer in Richtung Heimat führt. Ja, aber im Grunde genommen wissen wir ja auch, wo wir lang müssen. Fucking Mini-Zombie, Kacknase, Alter. Oh, Seit wann können denn Creeper schwimmen? Warum sind denn hier so viele? Wir sind am Arsch, Leute. Fuck you! Vier mal vier ist die größte. Im Inventar siehst du die Kartengröße. Deine müsste jetzt 1 von 4 sein. Da steht Karte 0. Es ist auch möglich, mehrere maßstabsgleiche Karten von angrenzenden Landschaften zu erstellen und diese mittels Rahmen nahtlos an eine Wand. Das, genau das will ich machen. Aber wie muss ich dann die Karte erstellen? Muss ich die Karte so lassen, wie sie jetzt ist? Oder so, wie Tev sagt, die Karte vergrößern? Und wo ist der Unterschied? Das check ich nicht. Bei einer größeren Karte dann einfach alles ein bisschen rausgezoomt? Muss ich mir das so vorstellen? Na, also ich würde gern... So. Und dann die nächste Karte. So, das ist unser Haus. Das ist eine gute Frage, was der Unterschied ist. Also weiß keiner so richtig. Okay, das ist kein Problem. Wenigstens können wir pennen gehen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, guck mal, wir haben jetzt Karotten und so, was ja übelst geil ist. Denn das bedeutet, dass wir Karotten anpflanzen können. Ich weiß nicht, ob kann man eine giftige Kartoffel anpflanzen? Scheiße. Warum diese Sonnenbrille? Das ist eine gute Frage. Aber bevor du im Chat geschrieben hast, hast du ja auf den Knopf gedrückt, wo drauf steht, ja, habe ich verstanden. Und da steht ja, warum ich eine Sonnenbrille habe. Wahnsinn.
Guck mal nach dem Kartentisch, dann verstehst du das auch. Da hast du aber größeres Vertrauen in mich als ich selbst. So, Karotten können wir anpflanzen. Ah, den Rest irgendwie nicht. Das heißt, wir brauchen doch immer noch eine normale Kartoffel. Scheiße, ich hoffe, dass das nicht so ein ewiger Prozess wird wie damals. Wir haben ja, glaube ich, locker 100 Folgen versucht, irgendwie eine Kartoffel zu bekommen. Und irgendwie haben wir es nie hinbekommen. Wenn du Glück hast, droppt ein Zombie eine Kartoffel. Ja, genau. Wir hatten damals, zu PS3-Zeiten war das noch, da hatten wir einen Zombie-Spawner und haben uns einen Käfig gebaut, Alter, und dann wurden die runtergedrückt und ich habe die quasi nur noch erschlagen. Und selbst damit haben wir locker, glaube ich, dann noch 40 Folgen oder so gebraucht, bis wir eine Kartoffel gefunden haben. Und wir haben auch Dörfer gefunden, aber auch bei Dörfern hatten wir keine Kartoffeln. Wir haben super Pech gehabt. Was ist denn die seltsame Suppe? Sterbe ich davon? Vor allen Dingen ist tatsächlich... Es gibt tatsächlich richtig Bambus, ne? Wie kann man den anpflanzen? Erzählt mal. Das war damals echt Shit, Alter. Da haben wir uns alle ein bisschen geärgert. Okay, lass das mal angucken mit diesen... mit diesem Kartentisch. Was ist das hier? Okay, was kann man damit jetzt machen? Das ist nicht unsere Karte. Das ist unsere Karte. So. Wenn ich das jetzt da reinmache, dann wird es rausgezoomt. Das heißt, es wird rausgezoomt. Jetzt ist die Frage, ist das cool, wenn es rausgezoomt wird? Einfach den Bambus auf den Grasblock setzen. Ist es eigentlich die 1.15er? Ist das schon die Version, wo auch die Panda-Bären drin sind? Oh, ich sehe gerade, mein Internet kackt ein bisschen ab. Für alle Leute hier im Livestream natürlich beschissen. Aber auf YouTube seht ihr davon nichts, zum Glück. Ja, ist jetzt die Frage, ist es cool, wenn es rausgezoomt wird? Oder wollen wir die Karte... Weil es kommt mir dann so vor, als ob die Karte einfach... Dann ist alles schwerer zu sehen, ne? Weil die Karte wird ja nicht größer, wenn ich sie an die Wand hänge. Sehe ich richtig, ne? Eher normal lassen. Ja, man müsste das jetzt von Anfang an entscheiden. Wie groß bauen wir? Weißt du? Die weißen Flächen werden ergänzt. Also die Karte ist dann einfach nur größer. Also zeigt einen größeren Ausschnitt. Und das kann man, glaube ich, so wie ich das jetzt verstanden habe von Tev, viermal machen. Oder so. Aber alles, also wir sehen ja jetzt normal unser Haus, aber dadurch, dass das jetzt immer kleiner wird, meist nein, dann musst du neu aufdecken. Also wenn größer, dann von Anfang an. Ich überlege bloß, weil wenn wir die alle an der Wand hängen wollen und dann weggehen,
dann siehst du ja später, umso größer der Kartenausschnitt ist, also umso, ne, umso weiter rausgezoomt es ist quasi, umso weniger erkennst du dann. Deswegen, das Ding ist geil, aber ich würde es erstmal so lassen. Erstmal. Danach können wir ja immer noch gucken, was wir machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Kartentisch. So, wir haben noch Lapis Lazuli. Ja, aber 1,14 Panda. Oh shit, es gibt Pandas hier? Wie sieht das aus? Können wir hier... Okay, 9. Ah, da brauchst du alle gefüllt dafür. Okay. Zack. Okay, und den Bambus können wir einfach pflanzen, habt ihr gesagt? Dann pflanzen wir den. Verteilt er sich von alleine oder wächst er einfach nur nach oben? Oh shit, das ist eine richtige Pflanze? Ich dachte jetzt, das würde so wachsen. Das ist total krass, ich komme mir vor wie so ein übelster Noob, Alter. Bin ich natürlich auch irgendwo. So. Aber im Kopf gehe ich schon wieder die neuesten Ideen durch, wie wir dann unsere nächsten Häuser bauen. Und ich bin echt am überlegen, ob wir da noch so ein Feld drumlegen. Ich überlege bloß... Hier so. Oder? Meint er, das kommt cool? Brauchen eine Schaufel. Nach oben bis 16 Blöcke hoch. Wow. Wow. Ich glaube übrigens die ganze Zeit, dass das hier so dunkel ist, dass hier auch drin was spawnen könnte. Ich habe das Gefühl, dass wir die ganze Zeit nur am Essen sind. So, nein. Das... Genau. Bauen wir uns, zwei Schaufeln. Und dann gleich noch zwei Spitzhacken. Genau. Ich glaube, damit haben wir erstmal einen guten Vorrat. Können wir das irgendwie noch unterbringen? Guck mal. Wir müssen sowieso auch gucken, was wir mit dem Weizen machen. Leute, seid ihr noch wach? Seid ihr noch wach, oder was? Truhe haben wir ja auch einfach mitgeklaut. Andesit brauchen wir nicht. Das kann dahin. Papier. Papier. Gartenho, Alter, die können wir hier reinmachen. Kann man hier Bier brauen? Also man kann auf jeden Fall brauen. Aber ich glaube nicht Bier. Glaube ich. Was ist denn jetzt mit der seltsamen Suppe, Alter? Soll ich die einfach mal mir reinballern? Kann ich nicht, weil ich keinen Hunger habe.
Okay. Feuerzeug. Karottenrute. Ach, da, man konnte ja Schweine reiten, ne? Was ist denn das? Ach, eine Redstone-Fackel. Was macht man mit einem Webstuhl? Leute, ey. Als ob das Game einfach in der Zeit, wo wir es nicht gezockt haben, zu einem komplett anderen Game geworden ist. Da ist ja so viel Shit jetzt drin. Und ich kenne das alles nicht. Kann man Bier brauen? Nein, schwaches Game. Lederner Rossharnisch. Wir können uns ein Boot craften. Macht es Sinn, Plattenspieler? Bogner Tisch. Steinsäge. Banner kannst du damit machen. Wenn wir die Season beenden, so Folge 627, dann bist du wieder dieser Experte. Ja, du, ich bin mir da nicht so sicher. Gerüst. Schmiedetisch. Leiter. Stellt 3 Hunger wieder her und einen Statuseffekt. Ein positiver oder ein negativer? Bin ich doof oder sehe ich hier den Bogen, die Armbrust nicht? Wo ist die Armbrust? Da. Ein Haken, 2 Faden. Das können wir doch bauen, oder nicht? Ein Haken haben wir. 2 Faden haben wir auch. Ein Eisen. Wo ist der Unterschied zwischen Armbrust und dem Bogen? Du weißt, wir werden eine bauen müssen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich eine Armbrust brauchen jetzt gerade. Obwohl es mich natürlich irgendwie triggert, sowas zu bauen. Schaden, Output, Geschwindigkeit. Das könnte eine Idee sein. Zeig mal kurz. Hm. Aber hier wird gar kein Schaden angezeigt. Bogener Tisch, Schmiedetisch und so weiter kannst du nicht benutzen. Ist nur für Dörfler, damit die einen Job haben und du handeln kannst. Es sei denn, die haben die schon dort. Ah. Man kann die gar nicht benutzen. Okay. Warum gibt's keinen Diamantbogen? Oder bin ich einfach zu blöd dafür? Das triggert mich ja. Leute, das triggert mich ja. Apropos triggern, wir gehen zurück. Pennen, übrigens, habe ich schon mal gesagt, Alter, dass mir unser Haus richtig gut gefällt. Und in der nächsten Folge fangen wir dann an, hier noch ein Feld anzulegen. Ich weiß nicht, ob das für die Ewigkeit da bleibt. Aber momentan finde ich, ist das eine. Oh, das fuckt mich so. Ist es eine gute Idee, Alter, dort ein Feld hinzustellen. Aber wir pennen jetzt erstmal noch eine Runde und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt, Alter. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier ein bisschen auf Erkundungstour mit mir zu gehen. Ich werde das mit den Karten auch noch kapieren, wie das funktioniert. Wenn ihr dabei sein wollt, wie ich, ja, merke, wie der Groschen fällt, wie man so schön sagt. Sagt man das überhaupt noch? Wie der Euro fällt,
wie der Cent, wie auch immer, dann ja, schaut gerne rein im Livestream. Wann weiß ich, wann Bambus ausgewachsen ist? Minecraft-Wiki hilft. Kann man aus Bambus irgendwas Sinnvolles machen? Gibt's Bambusholz? Kannst damit Pandas paaren. Du meinst so richtig mit Pimpern? Leute, wenn ihr Pandas Pimpern sehen wollt, ja, hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben auf YouTube und einen netten Kommentar. Damit stellt ihr nämlich auch sicher, dass die Folgen auch weiterhin auf YouTube landen werden. Wichtig für euch vielleicht. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bye, bye.